Mann, wirklich ein paar Rechtschreibfehler. Ich habe jetzt gerade das korrigieren. Ja, mach es nachher. Hey, siehst du, dass ich besetzt bin? Sie Jana, du auch noch. Du bist, ich, siehst du nicht, dass ich im Stress bin? Kommen dir so Momente bekannt vor? Vielleicht gesehen hast oder dir auch schon passiert sind, wo man das Gefühl hat, man hat keine Zeit. Das Gefühl hat, man ist nonstop im Stress. Das Gefühl, dass um erfolgreich zu werden, um unser Ziel zu erreichen, dass wir nonstop funktionieren müssen. Nonstop hochtourig fahren. Es ist wie ein Auto. Jedes Auto hat eine begrenzte Anzahl Kilometer, wo er mit einem Tank fahren kann. Also gibt es ein Signal, das sagt, hey, nur noch 50 Kilometer, damit wir anhalten und tanken und weiter können zu fahren. Und genau das Gleiche ist in unserem Leben. Es ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Dass man sich Zeit nimmt, um zu reflektieren. Zeit nimmt für Familie. Zeit nimmt, um Sport zu machen, um sich weiterzubilden. In dieser Zeit, dass man in dieser Zeit verschiedene Arten von Ressourcen sammelt, Kraft, Energie sammelt, dass wenn wir uns auf den Weg machen, auf dem Weg Spass und Freude hat. Dass wenn wir ans Ziel kommen, das Ziel auch wirklich können geniessen können, allein und mit den wichtigsten Menschen um uns. Mach dir Gedanken darüber. Hey, schabet mal! Hey! Das ist